20 Jahre Musterbrecher. Und wir blicken in 10 Episoden auf diese spannende Zeit zurück. Viel Spaß. Vierte Szene, 2008 bis 2009. Ja. Was fällt dir ein zu der Zeit? Ich knüpfe an das letzte Thema an, nämlich Buchveröffentlichung. 2008, ich glaube Ende 2008 angekündigt, 2009 rausgekommen, dritte Auflage, die Kunst, das Spiel zu drehen. Und was ja dort das Spannende war, erst, also ausgearbeitet, vorher schon nachgedacht, aber ausgearbeitet, das Experimentierkapitel. Also ein gesondertes Kapitel zum Thema des Experimentierens, weil wir ja seitdem die These vertreten, dass Experimente die klügeren Projekte sind. Vielleicht ein bisschen unsauber ausgedrückt, aber es soll sich natürlich abgrenzen zu dem üblichen Change-Management-Verständnis und diesen Ansätzen, die sehr stark auf Planbarkeit und diese Logik des Umsetzens mit Meilensteinen und so weiter abzielen. Genau. Und deswegen ist das Buch auch deutlich länger geworden, glaube ich. Ja. Ne, damals. Und wir haben Beispiele neu reingenommen. Wir hatten im ersten und zweiten Buch noch nicht drin den Gerhard Roth, Gehirnforscher, den wir dann kennengelernt haben. Andreas Glemser, von dem wir gelernt haben, dass es auch durchaus mal gut ist, wenn man als Führungskraft mal weg ist. Weißt du noch? Genau. Passt übrigens rein auch zum Bestseller von Harpe Kerkeling. Genau. Ich glaube Ende 2008 oder nee, 2007, 2008, irgendwie so eine Ecke war der ja ewig auf der Spiegel-Bestsellerliste. Genau, mit seinem Buch über den Jakobsweg. Ja. Und genau so hat es Andreas Glemser gemacht. Der war allerdings nicht auf dem Jakobsweg, sondern der war, glaube ich, ein, zwei Jahre vorher mit seiner Familie ein halbes Jahr auf Weltreise. Ja. Und hat sein Unternehmen einfach mal sich selbst überlassen, wenn man so will, oder seinen Mitarbeitern. Und hat tatsächlich in diesem halben Jahr, wo er weg war, nicht einmal Kontakt aufgenommen zu seinem Unternehmen. Nur, ich glaube, er hat gesagt, er hat nur zu Geburtstagen kurz angerufen, alles Gute gewünscht und dann aber wollte nichts wissen über sein Unternehmen. Und was ich damals super fand, als wir bei ihm waren, dass er gesagt hat, der spannendste Moment war, als ich in die Straße eingebogen bin, wo mein Unternehmen vorher war, ob denn noch das Firmenschild hängt. Und natürlich hing es. Die Mitarbeiter haben das Unternehmen fast erfolgreicher geführt wie mit ihm. Und das haben wir da reingebracht in das Buch. Dann war noch SWR 2, waren wir nochmal. Nochmal, ja, genau. Ein zweites Mal im Anschluss. Oder drittes sogar schon. Nee, drittes war dann 2014. Genau. Zweites Mal. Ja, das war das zweite Mal. Und also dieses Experimentieren, da will ich nochmal hängen bleiben, weil das ist ja, das haben wir dann noch weiter ausgebaut. Und inzwischen ja auch, da können wir mal vorgreifen, das machen wir dann in der letzten Folge nochmal gesondert, auch hier nochmal abgegrenzt zur Improvisation. Ja. Jetzt kürzlich in einem Artikel im Manager-Seminare. Das werden wir dann zu gegebener Zeit nochmal aufgreifen, aber können wir wirklich sagen, glaube ich, die Beispiele, die wir gefunden haben, sind alle exzellente und mutige Experimentatorinnen und Experimentatoren. Ja. Und dieses mutig, das führt uns zu einer guten Überleitung. Du hast was vorbereitet. Ja, ich habe die Überleitung nicht vorbereitet, aber das Buch habe ich vorbereitet. Und zwar zeige ich dir das jetzt mal, ein geschätzter Kollege, der zu einem Muster des Musterbuchs eine Dissertation geschrieben hat. Ja. Mut im Management, genau, vom Dominik Hammer, der dann mit uns auch das zweite Musterbrecherbuch mitgeschrieben hat, mit Hans zusammen. Aber die Diss eben, was ja zeigt, dieses Themenfeld, dieser Kosmos, den wir da versucht haben, in dieser Musterbrecherwelt aufzuspannen, der hat dann tatsächlich zu weiteren wissenschaftlichen Arbeiten geführt, unter anderem eben die vom Dominik zum Thema Mut. Und erinnerst du dich, was war sein, oder für dich von seinen Erkenntnissen das Spannendste zum Thema Mut? Tatsächlich die Erkenntnis, dass vergleichbar mit dem Thema der Authentizität du auch nicht von außen jemandem attestieren kannst, eindeutig, ob jemand mutig ist oder nicht. Du weißt es zumindest nicht. Attestieren können wir jedes, was wir wollen. Aber es ist nicht möglich, jemanden sozusagen das analytisch klar zuzuschreiben. Mhm. Und das heißt, Aussage auch von Dominik, Mut ist eine radikal subjektive Kategorie. Ja. Was für den einen extrem mutig ist, ist für die andere gar nichts, sondern gehört zum normalen Verhaltensrepertoire. Und ich glaube, sich darüber im Klaren zu sein, das ist das eine. Das ist aber jetzt eher, sagen wir mal, eine konstruktivistische Schlussfolgerung.
Aber das Zweite, vielleicht erinnerst du dich noch, wir haben es im Kontext von Gore mal besprochen, im Hinblick darauf, was das für das Organisationsdesign bedeutet. Genau. Nämlich auch eine Menge. Ja. Oder? Die Erkenntnis. Genau, also du sprichst, glaube ich, an, dass man sagen konnte, je mutiger im Vergleich zur klassischen Organisationsdenke, wo Organisationen eher hierarchisch strukturiert waren, in sehr klaren Prozesshandbüchern die Abläufe definiert waren, wo dicke Zäune und große Tore diese Unternehmen abgegrenzt haben. Wenn man das so das klassische Unternehmen als klassisches Unternehmen bezeichnen will, dann war es in mutigen Gegenentwürfen dazu, also Organisationen mit wenig Hierarchie, mit hohen Räumen für Eigenverantwortung für die Mitarbeitenden und so weiter. Da war es dann so, dass die Mitarbeiter für Veränderungen oder für innovative Themen viel weniger Mut brauchten, wie wenn die Organisation eben sehr klar strukturiert und eben, wie ich es gerade beschrieben habe, klassischerweise ist. Da brauchst du viel mehr Mut in Organisationen, um tatsächlich, zumindest in der Außenzuschreibung, wenn du dann tatsächlich was verändern willst. Und das finde ich schon eine spannende Korrelation, also auf den Punkt, je mutiger die Organisation, desto weniger Mut braucht das Individuum und umgekehrt. Genau. Heißt aber in der Schlussfolgerung natürlich nicht, dass wir jetzt dringend Hierarchien aufbauen müssten, um den Mut zu provozieren der Menschen, sondern es wäre schon cool, eine Organisation zu bauen, die wenig Mut erforderte. Ne? Genau. Das ist eigentlich die Sache. Und unabhängig davon ist das für mich auch wohltuend, beziehungsweise auch immer wieder, was heißt wohltuend, eher störend, weil in der Wiederkehr diese endlosen Mutappelle. Mhm. Es gibt ja kaum irgendwie ein Event, wo der Vorstand nicht sagt, seid mutig, geht aus euch raus, probiert euch aus. Und eines kann man ganz sicher sagen, Appelle an Mut ist, kann man sich einfach auch schenken. Kann man sich wahrscheinlich schenken. Viel mehr wäre wichtig, sich zu überlegen als Unternehmenslenker oder Lenkerin, dass man sich eben überlegt, wie kann ich Räume schaffen, dass meine Mitarbeiter gar nicht mehr mutig sein müssen in der Außenzuschreibung, sondern dass sie einfach einen Raum haben, wo sie sich eben, und da sind wir wieder, experimentell ausprobieren können, um innovativ zu sein. Und weißt du, was auch noch in dieser Phase war? Die lange Nacht von Berlin. Da warst du. Erzähl mal. Mhm. Die lange Nacht für Berlin. Es ist fraglich, warum man als Münchner eingeladen wird, um die Zukunft Berlins mitzudiskutieren. Möglicherweise war noch eine Wildcard frei oder so, ich weiß es nicht. Es war in der Tat interessant, weil es ging darum, dass aus verschiedenen Fakultäten sozusagen, verschiedenen Perspektiven, Ideen für diese Stadt entwickelt werden sollten. Und da waren interessante Menschen und teilweise war es auch ernüchternd, weil häufig erschöpften sich die Vorschläge darin, man möge mehr Planstellen schaffen, damit die Stadt besser funktioniert. Das war dann bitter. Aber es waren zwei Jungs da, kann man jetzt in der Rückschau sagen. Zwei Filmemacher aus Wien, Paul Romauch und Jörg Piebal. Die habe ich dort kennengelernt und das war deswegen interessant, weil die hatten gerade einen Film über Curitiba gedreht. Mhm. Wir werden in der nächsten Episode über die Stadt sprechen. Genau. Aber eins kann man vorwegnehmen, diese Stadt Curitiba gehört zu den innovativsten der Welt. Auch damals schon, seit längerer Zeit. Und wenn du dich erinnerst, wir haben ja in unseren Studentinnen und Studenten in Seminaren auch gerne mal dieses Beispiel gezeigt, weil es einen Film gab, der in den 90ern gedreht wurde. Ja. Und deswegen war es cool, ein Jahrzehnt später gibt es ein anderes Team, das über diese Stadt einen Film macht. Und dann hatten wir ja Kontakt aufgenommen, haben die Lizenz bekommen, den Film zu zeigen. Und was in der Stadt genau noch passiert, da kommen wir noch drauf. Aber Lange Nacht für Berlin war cool, auch nett, weil dann der damalige regierende Bürgermeister Paul Wowereit, hätte ich fast schon gesagt, auch nicht schlecht, Klaus Wowereit, morgens dann um 6 die Lange Nacht für Berlin beendet hat und die Vorschläge in Empfang genommen hat. Das war eigentlich auch eine relativ nette Szene. Genau. Inhaltlich habe ich in der Zeit, haben wir das erste Mal zu diesem Modell Kontakt gehabt von Bernhard Liether. Ja. Erinnerst du dich? Also beziehungsweise es war ja nicht von ihm, sondern eher Bernhard Liether, belgischer Finanzexperte oder verantwortlich für die Einführung, glaube ich, des Euro in Belgien hat eben ein Modell übernommen eines Naturforschers, Robert Ulanovic, der 25 Jahre lang sich mit natürlichen Ökosystemen sozusagen beschäftigt hat
und sich gefragt hat mit seinem Forscherteam, warum überleben natürliche Ökosysteme nachhaltig, und eben auf die zwei Pole kam. Effizienz und Robustheit als zwei Seiten, die ein System nachhaltig überleben lassen. Und wo uns damals bewusst wurde, als wir über Lieter, der eben Finanzexperte war und dieses Modell genutzt hat, um davor zu warnen, dass unsere Finanzwirtschaft teilweise zu effizient ist und viel zu wenig Wert auf Robustheit legt, wo wir eben gemerkt haben, Achtung, in der BWL vergessen wir den Robustheitsbegriff immer so ein bisschen. Ja, und wir schmeißen sie sogar übereinander und verwenden es synonymhaft, genau. Stimmt, das war eine wesentliche, die zieht uns ja auch bis heute. Vor allem haben wir auch Beispiele gefunden, die genau das zeigen, weil interessanterweise verschwenden Musterbrecher intelligent in Menschen und verschwenden natürlich in Anführungszeichen. Ja. Das kommt immer wieder. Also damals wurden wir sensibilisiert für die unbedingte Notwendigkeit zu sehen, dass Redundanz, Verschwendung, Vielfältigkeit, Brandbreiten eine unglaubliche Bedeutung haben. Ja. Das war auch damals Wort des Jahres übrigens auch, wenn ich mich richtig erinnere, Finanzkrise. Das stimmt. Acht oder neun? Ich glaube, acht oder neun. Ab 2008. Ab 2008 beginnend. Ja. Genau. Das war, und da hat natürlich genau dieses Thema gepasst. Wahrscheinlich sind wir deshalb auch auf ihn gestoßen, weil man ihn da zitiert hat, obwohl er das darauf schon vor den Finanzkrisen darauf hingewiesen hat, Achtung, unsere Finanzsysteme sind zu effizient und viel zu wenig auf Robustheit ausgelegt. Ich glaube, man könnte da heute immer noch viel davon lernen, wenn man es auf die Ökologie oder auch auf die Pandemie überträgt. Definitiv. Wenn wir mal überlegen, wie effizient wir alles gestaltet haben in der Wirtschaft die letzten 20, 30 Jahre, Stichwort Just in Time und so weiter, die Lager auf die Weltmeere verlagert haben in Containerschiffe. Und wo man dann jetzt sieht, wenn da irgendwas an diesen Lieferketten passiert, dann fehlen uns auf einmal die Mikrochips, um ein Auto zu bestücken. Es fehlen die Masken, weil sie in China produziert werden und dort nicht mehr rauskommen, aus welchen Gründen auch immer. Also es ist schon eine spannende Assoziation, nochmal drüber nachzudenken, dass wir eigentlich mehr Robustheit bräuchten in den Systemen. Und ich habe noch einen Punkt hier stehen auf meiner Liste, Fokusreihe. Stimmt, Fokusreihe. Eine der ersten größeren Vortragsreihen. Ja. Also richtig viele Vortragsreihen hatten wir nicht, aber es war jetzt, ich glaube, zwei, drei. Ja, doch. Das war deswegen interessant, weil wir coole Locations hatten und die am lässigsten war, ich habe leider kein Bild mehr gefunden, also schon, aber das ist so unscharf, im alten Bundestag in Bonn. Genau, Wasserwerk, gell? Wasserwerk, genau, und das war tatsächlich unter dem Bundesadler und so, das war super. Echt spannend. Was war Hamburg, Bonn und Berlin, so vier oder fünf Standorte? Genau, München auch, ja, war eine tolle Zeit. Ja, wenn man zurückblickt, mein Zitat aus dieser Zeit wäre vielleicht, wenn wir das damit abschließen wollen, nicht alles, was wir ausprobieren, wird funktionieren, aber alles, was funktioniert, wurde irgendwann mal ausprobiert, ist, glaube ich, das beste Zitat zum Thema Experimentieren. Lässt sich vor allem relativ wenig entgegensetzen. Deswegen lassen wir es dabei für heute. Lassen wir es da stehen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.